Minecraft plus Animal Crossing gleich Coral Island. Und dieses Spiel spielen wir heute. Oh, eine Möwe. Und ein Boot. Das bin ich übrigens hier auf dem Boot. Und wer das ist, keine Ahnung, wahrscheinlich der Captain. Wir sind auf der Insel angekommen. Hallo Luca, willkommen auf Coral Island, deinem neuen Zuhause. Oh, das ist mein neues Zuhause? Ich hab, wer ist er denn? Joko, ne? Joko Winterscheid. Hallo Luca, es ist immer aufregend, ein neues Gesicht auf unserer kleinen Insel willkommen zu heißen. Das ist übrigens Dinda. Keine Ahnung, was das für ein Name ist. Wie du siehst, freuen sich die Menschen hier sehr, dass du hier bist. Und das hier ist anscheinend mein Feld, was er mir gerade zeigt. Wo ich Sachen anpflanzen kann. Ist allerdings ein bisschen Rumpelzeugs da drauf. Was geht denn jetzt ab? Erdbeben? Ach du heilige Scheiße. Es sieht zwar ein wenig chaotisch aus, aber du wirst dich bestimmt bald darum kümmern. Ja, Dicker, wenn das nicht so groß wäre wie 10 Fußballfelder. Das hier ist unsere Lieferkiste. Der Bürgermeister Connor, der uns am Schiff abgeholt hat, hat mir gerade gesagt, dass immer, wenn ich eine Ernte habe, ich das einfach in die Lieferkiste schmeißen kann und dann kriege ich halt einfach Geld zurück. Oh, du hast eine Gießkanne, eine Axt, eine Sense und ein paar zufällige Samen erhalten. Bei Minecraft kriegt man das nichts, verstanden? Man einfach ohne alles. Der Bürgermeister Connor winkt, haut ab und geht. Das Bild fadet aus und ach du grüne Neune. Das ist ja 1:1 Animal Crossing mit Minecraft. Dieses Haus ist 1:1 Animal Crossing auch mit dem Schwarz außenrum. Und das hier, das ist ja 1:1 Minecraft. Nur läuft man halt ein bisschen eckiger als bei Minecraft und bei Animal Crossing. Wir gehen nach draußen und haben Post. Was ist denn hier? Post lesen. Luca, damit wir dein Haus reparieren können, musst du Material für uns sammeln. Bitte sammle 50 Holz und 20 Stein. Das sollte reichen. Und wir haben auch noch unsere Anfangsaufgaben, die da lauten 10 Samen pflanzen und diese 10 Samen dann auch noch gießen. Also zusammengefasst, Freunde. Das hier ist unser Haus. Wir sind gerade auf Coral Island angekommen und haben hier unser riesiges Feld. Wir haben schon einige Geschenke hier unten bekommen und ich würde jetzt einfach mal die Spitzhacke wählen, um hier... Ach, guck mal, so einfach geht das. Ach, Lachkick. Kann ich jetzt auch von hier den? Yo! Also weit geht nicht. Aber das ist entspannt. Wir müssen quasi nicht immer die ganze Zeit davor stehen, so wie in Minecraft, sondern wir können das auch aus einer leichten Entfernung machen. Können jetzt hier auch die Bäume fällen. Mit der Axt, obviously. Dann haben wir wahrscheinlich auch noch auf der 5 die Sense, die dann für etwas höheres Gras, denke ich mal, ist, wie hier. Ja, oder hier vorne? Nee. Ach, da brauchen wir... Ah. Ach so, das muss ich dann wiederum loslassen. Wenn ich das nur gedrückt halte, holt der nur aus. Dann macht er einmal komplett rum. Und wenn ich nur so mache, dann macht er nur einen kleinen Bereich. Okay. Niedrige Ausdauer. Du kannst essen oder trinken, um deine Ausdauer wieder aufzufüllen. Rüste Nahrung oder ein Getränk aus und drücke dann linke Maustaste, um es zu verzehren. Du kannst auch zu Bett gehen, um deine Ausdauer wieder aufzufüllen. Ach ja, wir sehen schon, ich habe 18 von 450 Ausdauer nur noch. Aber ich habe schon 41 Holz gesammelt. So oder so haben wir ja, glaube ich, nichts zu essen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal nach Hause und legen uns in unser Bettchen rein. Gehe zu Bett. Der erste Tag ist vorbei. Im Frühling, im ersten Jahr. Okay, das Spiel ist anscheinend sogar darauf ausgelegt, dass man das ein bisschen länger spielt. Wir speichern das Ganze jetzt. Ist gespeichert. Wir sind wieder wach und haben eine volle Ausdauer. Ey, ich liebe solche Spiele. Ihr wisst das ja auch. Ich bin bei Minecraft nie so einer, der jetzt sagt, komm, ich gehe jetzt in die Hölle. Ich gehe Strip Mine und hol mir Netherite. Wir haben Post. Wer schreibt uns denn heute? Neuer Gegenstand. Wir präsentieren die Basistasche. Sie verfügt insgesamt über 20 Unterteilungen. Das sind 5. Mehr! Okay, wir haben einen größeren Beutel. Auch wie bei Animal Crossing. Sehr wild. Es ist 6:10 Uhr morgens. Die Sonne geht gerade aus. Komm, wir gehen mal kurz ans Meer. Generell können wir ja mal unsere Stadt so ein bisschen entdecken. Hier schön über die Brücke rüber. Hier unten laufen wir jetzt mal lang. Wir haben hier vorne einen kleinen Fluss. Da vorne, was ist denn das? Ist es? Okay, nevermind. Es war anscheinend irgendwie eine Raupe oder so. Guck mal, hier mit dem Steinweg rüber. Hier an der Ecke, da sind irgendwie Sitze. Können wir uns hier hinsetzen?
Ich will jetzt nicht die Bank abfällen. Laufen wir mal hier runter. Oh! Nein, pack doch mal die Axt weg, Luca. Ich will mit dir reden. Valentina. Hallo, Mr. Luca. Schön, dich kennenzulernen. Okay, tschüss. Okay, das war's dann auch. Hier vorne links haben wir anscheinend so ein kleines Restaurant. Da waren auf jeden Fall überall hier so ein paar Sitzplätze. Hier kann man tauchen gehen. Also hier gibt's anscheinend irgendwelche Tiere. Hier vorne sind Boote. Wir haben... Hier sind wir angekommen. Das Meer... Ach du Sch... Das ist so mein Humor, das muss ich kurz einem Kollegen schicken. Ey, Bro. Ja? Ich nehme gerade ein YouTube-Video auf, wo ich auf so einer Insel bin. Schau mal, wie das Boot aussieht. The best thing ever. So oder so würde ich allerdings sagen, dass wir wieder zurück zu unserer kleinen Farm laufen. Und da sind wir auch schon wieder. Wir haben die Axt noch in der Hand. Damit wollten wir ja gerade eigentlich noch Valentina tothauen. Sammeln jetzt allerdings erstmal noch so ein bisschen Holz ein. Bei diesen Bäumen muss man immer so ein bisschen doller gegen kloppen. Ist natürlich auch logisch, es dauert einen Tick länger als Steine. Obwohl eigentlich würde ich denken, dass man solche Bäume trotzdem schneller abfällt als Steine. Weil ich meine, schaut euch das mal an. Bei so einem Stein haue ich dreimal drauf. Nee, zweimal sogar nur, dann ist er weg. Und bei so einem Baum musste ich ja vorhin locker 10-mal draufhauen. Diesen kleinen geht es dann wiederum ein bisschen schneller. Einfach einmal, zack, zack. Hier muss man dann wieder die Sense in die Hand nehmen, hier so drüber. Das Spiel ist übrigens, das ist hier nicht bezahlt oder so, ne? Nicht, dass ihr denkt, weil man das Spiel nicht kennt, ey, Luca kriegt dafür Geld, dass er das spielt. Ich habe das auch ganz normal gekauft, kostet 30 Euro. Ich fand es nur unfassbar schön. Holz ist schon weg, wir müssen nur noch 7 Steine sammeln. Hier vorne hauen wir nochmal eben den Stein weg. Hier machen wir den Stein weg. Zack, zack, zack. Dann haben wir hier nochmal Steine. Wir brauchen nur noch 4 Stück. Ich möchte mich auch eigentlich eher darauf konzentrieren, dass wir hier vorne vielleicht so ein bisschen die Steine wegmachen, weil ich eigentlich mich so ein bisschen vorarbeiten möchte. Ich möchte hier erstmal mit der Farm starten, weil ja besonders der Bereich, den wir, wenn wir mal die Karte aufrufen, hier hinten haben, für uns ja noch komplett ungenutzt sein wird, weil da müssen wir uns ja hier komplett überall durcharbeiten. Deswegen würde ich sagen, wir machen es jetzt erstmal hier vorne. Was ist denn das? Du kannst das mit deinem aktuellen Werkzeug nicht kaputt machen. Was ist denn das für ein Monsterbaum? Ich würde allerdings sagen, dass wir jetzt hier vorne nochmal eben den Stein abbauen, sodass wir das alles fertig haben. Besuche den Schreiner. Ist doch safe irgendwo hier in der Stadt, oder? Stadtbewohner, Valentina. Fremder, Fremder, Haus von Jack, Kira und Kenny. Oh mein Gott, ey, wir müssen noch so viele Leute kennenlernen. Dann suchen wir mal den Schreiner. Wird sich wahrscheinlich nur um Stunden handeln. Ach, der Schreiner, der Jumbo, der testet wahrscheinlich gerade Schnitzel in China. Halt dein Maul. Och, guck mal, Kinder. Hi. Archie, bist du wirklich die neue Person? Ja, Hunde. Archie, halt mal deine Schnauze, geh mal weg. Wie kann ich das überspringen? So, guck mal. Wir haben Hunde. Und die laufen vor mir weg. Und was ist das? Ich kann mit einem Bartagam reden. Lindy sieht heute glücklich aus. Aber gut, Freunde, das ist anscheinend die Stadt. Wir haben hier vorne ein Museum. Wir haben hier schöne gepflasterte Wege. Hier ist eine Traubenfarm, also anscheinend ein Weingut oder irgendwie sowas. Guck mal, hier sind auch überall so Weinfässer. Hier stehen überall so ein paar Pilze. Ach, die können wir ernten. Inventar voll. Nee, ich habe noch einiges an Platz im Rucksack. Aber ist aber egal, wir haben so viel zu tun. Wir müssen auf jeden Fall erstmal den Schreiner finden. Hier haben wir irgendwelche interessanten Gebäude. Hier vorne, ich fühle mich ein bisschen wie bei Hogsmeade. In Harry Potter. Ich glaube allerdings, guck mal, das hier vorne sieht aus wie so ein Zauberwald. Ich glaube, wir laufen erstmal wieder hier links runter, weil wir uns hier eher wieder in Richtung... Guck mal, ist das jetzt hier Breaking Bad? Tut mir leid, wir haben heute geschlossen. Okay, es gibt anscheinend noch einiges, auf das wir noch gar nicht zugreifen können, weil wir gerade erst im Spiel angekommen sind und wir zu früh einfach hier in den ganzen Ecken unterwegs sind. Aber ich liebe es einfach zu entdecken. Guck mal, hier vorne auch mit den Wasserfällen. Sehr, sehr schön. Hier vorne steht, dass es zur Farm nach unten geht. Können wir auch hier Sachen abbauen? Yo. Ey, das ist ja so wild. Wir können alles verändern. Also es ist quasi wirklich wie eine Mischung aus Minecraft und Animal Crossing. Hier unten geht's lang. Aber wo ist denn jetzt die Schreinerei? Es ist auch schon 18 Uhr. Wir müssten mal langsam wieder schlafen gehen vielleicht. Hier vorne sind Hühner. Und ein Fasan. Die gehen alle in ihren Stall rein. Hier vorne kann ich nicht lang. Hier sind irgendwie... Ach, das sind Wasserfelder. Wahrscheinlich wird hier Reis angebaut oder so. Hier geht's wieder raus. Vorne kann ich noch langlaufen. Jetzt bin ich, glaube ich, wieder an meiner Farm, ja. Hier ist mein Haus. Jetzt bin ich einmal im Kreis gelaufen. Ich würde allerdings sagen, dass ich jetzt auch noch mal eben fix schlafen gehe.
Das müssen wir ja auch noch schöner machen, ne? Das hier geht ja gar nicht. Auch die Tapete hier. Der Boden ist kaputt. Kann ich hier auch irgendwas Fahrmäßiges machen? Nee, hier drin geht's nicht. Wir gehen schlafen. Tag 2 ist zu Ende. Wir haben noch immer kein Einkommen. Weil wir nichts verdient haben. Weil wir noch nichts angepflanzt haben. Aber das wird als nächstes passieren. Wir gehen raus. Und es regnet. Oh nein. Wir haben Pfützen überall. Aber das ist sehr gut für unsere Farm. Vielleicht sollten wir den Moment nutzen, um jetzt hier vorne alles so ein bisschen dem Erdboden gleich zu machen. Also ich meine, gut, das ist ja Erdboden. Der ist ja schon auf einer Höhe. Pflanzen wir Steckrüben oder Gänseblümchen an? Da wir so ein bisschen natürlich ans Essen denken müssen, würde ich sagen eher Steckrüben. Die soll man im Frühjahr pflanzen, die wachsen in 4 Tagen und die erzeugen regelmäßige Qualität. Das sagt mir alles gar nichts, aber ich pflanze sie hier einfach mal hin. Zack, 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 zack. 9 Stück haben wir gepflanzt, das heißt, wir müssen eh noch ein bisschen Gänseblümchen pflanzen. Die Frage ist jetzt allerdings, wie ich das aufbaue. Da bin ich jetzt gerade so ein bisschen überfragt, wie ich das mache. Wisst ihr, ich möchte jetzt nicht hier Gänseblümchen mit dran setzen, aber komm, dann machen wir halt, wir machen ein Feld hier vorne jetzt ganz allein. Machen wir hier ein Gänseblümchen, würde ich sagen. Nur damit wir jetzt erstmal die Quest fertig haben. Seht ihr schon, 10 Samen sind gepflanzt. Die müssen wir jetzt nur noch gießen. Es regnet zwar, aber ich muss es wohl trotzdem gießen. Gut, ah nee, hä? Wieso geht das hier nicht hoch? Ich habe doch das gegossen. Oder musste ich gar kein Gänseblümchen anpflanzen? Von daher laufen wir mal rüber zu den Steckrüben. Treten natürlich nicht drauf. Und gießen die jetzt. Passiert auch nichts. Also meine Anzeige hier oben geht runter, aber Samen gießen geht nicht hoch. Meine Gießkanne geht allerdings leer. Wieso kann ich denn die Samen nicht gießen? Ich pflanze mal nochmal die wilden Samen an. Das mache ich jetzt mal hier beispielsweise. Zack, zack, zack. Wilde Samen, wilde Samen, wilde Samen. Wir nehmen die Gießkanne. Gießen, gießen, gießen. Es geht nicht hoch. Kann es leer, gehe zu einem Teich oder einem Brunnen auf deiner Farm, um deine Gießkanne aufzufüllen. Das heißt, ich fülle die Gießkanne mit Wasser auf und jetzt haben wir es. Aber das geht nicht hoch. Was mache ich denn falsch? Vielleicht sollte man wirklich erstmal zum Schreiner gehen. Ist das der Schreiner? Du solltest nicht hineingehen, du weißt nicht, wessen Zimmer das ist. Okay, anscheinend ist es dann nicht der Schreiner. Hier darf ich auch nicht rein. Aber es sieht unnormal schön aus, ey. Wenn wir irgendwann unser Haus auch so schön machen könnten, das wäre schon krass. Ich weiß jedoch trotzdem nicht, wo ich jetzt den Schreiner so wirklich finden soll. Ich bin jetzt einfach mal hier reingegangen, weil das im Wald hier war. Guck mal, das sieht auch voll schön aus hier bei denen, ne? Haben die schon alles angepflanzt. Aber ich habe ja auch schon was angepflanzt, aber es ist halt noch nicht gewachsen. Und gießen bringt auch nichts. Kann ich das hier wegmachen irgendwie? Nee. Hier ist eine Kuh drauf abgebildet, das heißt, es wird auch nicht der Schreiner sein. Schreiner! Oh mein Gott! Wir haben es! Es ist direkt hier neben! Oh lol, wir hätten einfach auf der Karte mit der Maus drüber scrollen können. In dem Haus von Yoko, Dinda und Archie. Da müsste das ja sein. Ja, schaut mal, hier liegt auch schon voll viel Holz. Carpenter. Nee, Carpenter. Ist Carpenter nicht irgendwas mit Teppich? Sieht aber schon sehr nach Schreinerei. Quest aktualisiert, repariere dein Haus. Okay, sehr nice. Dann kaufe ich hier jetzt mal ein. Was kann ich für dich tun, Schreiner? Was für Hühnerstall? Ich soll euch das bringen für mein Haus? Repariere dein Haus. Ja, was soll ich denn da machen? Ich glaube, ich muss einfach wieder zurücklaufen. Guck mal, hier vorne wird sogar richtig gearbeitet, ne? Mit seiner Maschine. Jetzt läuft er hier rüber. Schnappt sich von da seine Sachen. Jetzt nimmt er Leinen. Oder irgendwie so. Ne, eine Bohrmaschine ist das, glaube ich, ne? Und bohrt jetzt in seinem Tisch rum. Ey, das Spiel hat schon eine krasse Liebe zum Detail. Aber gut, okay. Dadurch, dass ich hier war und diese Meldung ja kam, heißt das ja, dass ich jetzt wirklich nur noch zurückgehen muss und mein Haus wirklich reparieren muss. Und da laufen wir jetzt den gleichen Weg wieder zurück und schauen mal. Ich habe auch gerade mal in den Questeinstellungen geschaut, wie wir das mit den Samengießen machen sollen. Und da stand einfach, dass wir tatsächlich schlicht und ergreifend jeden Tag gießen müssen. Wir steppen zurück zu unserem Haus und checken mal ab, was wir jetzt hier reparieren können. Schaut mal, hier vorne ist unser Zaun noch ein bisschen kaputt.
müssen wir einfach allgemein noch so ein bisschen hier was dran werkeln und tun. Jetzt sind wir hier. Wie können wir das Ganze jetzt reparieren? Ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch. Ich habe aber auch noch die ganzen Materialien. Vielleicht muss ich doch nochmal zum Schreiner. Tag, Leute. Wie ist bei euch? Hoffe, super. Da bin ich wieder. Hier ist der Schreiner. Ich rede mal mit dem Joko. Wow, du bist ja unterwegs. Ich glaube, ich bleibe heute drin. Du weißt schon, wegen des Regens. Okay, also der hat anscheinend nichts zu melden. Dann laufen wir mal rüber zu Dinda, hieß sie ja. Glaube ich, die ist ja gerade am Putzen. Ist alles in Ordnung? Keine Lecks, hoffe ich. Nö, alles in Ordnung. Ist hier ansonsten noch jemand? Vielleicht der Bürgermeister oder so? Aber der ist wahrscheinlich in seinem Bürgermeisterhaus. Du stehst Archie nicht nahe genug, um dieses Zimmer betreten zu können. Das heißt, wir müssen richtige Bindungen aufbauen. Aber gut. Die Schreiner sollen anscheinend mein Haus reparieren. Dann würde ich mich doch mal kurz hier hinstellen. Jetzt fällt hier nicht den Tisch ab, Luca. Sorry, wir sind derzeit geschlossen. Offen von 9 bis 17 Uhr. Wie spät ist es denn? 17.10 Uhr. Das ist hundertprozentig eine deutsche Insel. Da die Leute da vorne natürlich normale Arbeitszeiten haben und pünktlich auf- und zumachen, würde ich sagen, gehen wir an der Stelle nochmal ganz kurz schlafen, schauen uns die Zusammenfassung des dritten Tages an. Wir werden auch hier kein bisschen Gewinn gemacht haben. Alles in Ordnung. Spiel wird gespeichert. Wir stehen wieder auf. Ein neuer Tag im Paradies. Es ist 6 Uhr morgens. Um 7 Uhr macht der Schreiner auf. Und dann nutzen wir die Zeit, um mal ganz kurz in den Postkasten zu schauen und zu sehen, dass wir die Basistasche ja drin haben und wir uns Geld dazu verdienen wollen, während die Feldfrüchte wachsen. Komm, Eleanor, und mich in der Strandhütte besuchen. Wir haben die perfekten Willkommensgeschenke. Okay, Strandhütte, wir haben eine neue Quest. Samengießen ist noch immer nicht hochgegangen. Ich probiere es nochmal mit der Gießkanne. Es ist aber schon ein bisschen gewachsen hier, glaube ich. Gießkanne. Jetzt. Es klappt. Wahrscheinlich hat es im Regen nicht geklappt. Ach Gott, hier nicht drauftreten, Luca. Oder darf ich? Okay, das ist nicht wie bei Minecraft. Ich kann ruhig auf die Farm treten. Und das haben wir. Wir haben die erste Ernte eingebracht. Besuche Sams Gemischtwarenladen. Und da müssen wir dann neue Feldfrüchte anbauen. Okay. Okay, wir haben anscheinend immer was zu tun. Kaufe ich neue Samen bei Sam? Gehe ich zu den Jungs in die Strandhütte und hole mir neue Gegenstände ab? Oder suche ich den Schreiner, der in 10 Minuten aufmacht. Oder mache ich meine Farm weiter und gieße hier weiter rum? Ich habe einiges zu tun. Es ist aber 7.40 Uhr, das heißt, wir laufen ganz fix mal eben rüber zum Schreiner. Die drei Sachen möchte ich heute auf jeden Fall noch erledigt haben. Nehmen natürlich hier vorne die Abkürzung über den... Moin! Oh moin, der Hahn! Lachkick! Ey, der Fasan! Bester Mann oder ein V? Mit dem kann ich nicht interagieren. Kann ich auch nicht rüberlaufen. Da bin ich einfach zu schwach für. Guck mal, der lässt sich gar nicht beirren. Und der Fasan... Oh! Okay, ich geh schon. War das so? Lachkick! Das wäre so geil, wenn wir uns irgendwann dann so eine Hühnerfarm machen können. Dann haben wir immer Eier, dann können wir uns morgens so ein Spiegelei braten. Vielleicht können wir noch eine Küche bauen. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall sehr viel mehr, sag ich mal, hinsichtlich... Sag mal, hat sie nicht vorhin gesagt, die Öffnungszeiten sind 7 bis 17 Uhr? Jetzt steht hier 9 bis 20 Uhr. Komm, die 20 Minuten, die gebe ich euch. Es ist 9 Uhr, das heißt, der Schreiner hat geöffnet. Wir können reingehen. An die Öffnungszeiten halten sie sich auf jeden Fall. Und können jetzt direkt sagen, ich würde gerne mein Haus reparieren. Einkaufen, Schreiner, Hausaufwertung. Wir schauen mal, wir gehen erstmal zu Schreiner. Hühnerstall, Scheune, Stall, Ding, Fischteich. Guck mal, wir können hier halt alles Mögliche uns irgendwie gönnen, ne? Eine Scheune. Hühnerstall! Oh mein Gott, das habe ich doch gesagt. Dafür brauchen wir nur noch 10 Holz, 25 Stein und 5 Bronzebarren. Wie kriege ich denn jetzt Bronze? In Minecraft bringt das nichts, aber hier brauche ich das für einen Hühnerstall. Klicken wir mal auf Einkaufen und sehen, dass wir hier auch Sachen kaufen können. Guck mal, wir können dann Geld, wir haben 300 übrigens vom Start. Wir können für 5 können wir uns einen Stein kaufen, für 10 Holz. Wir können uns einen Kalender kaufen. Okay. Aquarium? Oder ein großes Aquarium. Boah, wie geil. Stell dich mal vor, wir machen dann unser Haus wie Montes Streaming Room mit so einem fetten Aquarium. Nee, aber so generell, ich sehe das schon so, dass wir sehr viel mit Tieren machen. So ein Hühnerstall mit so Hühnern, vielleicht auch irgendwas noch mit Schweinchen. Dann drinnen so ein Aquarium, vielleicht holen wir uns dann auch noch einen Hund. Aber wir müssen, glaube ich, auf die Hausaufwertung klicken. Wir haben ja 50 Holz und 20 Steine. Klicken einfach mal auf Bestätigen. Nee, ach, guck mal. Wir können zwischen 5 verschiedenen Stilen wählen.
Boah, der ist schon, das wäre so das eheste, was ich nehmen würde, weil es so ein bisschen moderner ist und wir ein bisschen mehr Glas und dementsprechend Tageslicht drinnen haben. Aber das passt am meisten, ne? Also das hier ist tot, das brauchen wir auf gar keinen Fall. Das finde ich auch Quatsch, weil mit den Steinen hier, da war ich nie ein Fan von. Das sieht halt aus wie so eine Hexenhütte. Das ist zu modern, ich glaube, das passt nicht da rein. Und hier haben wir Stil 5. Wisst ihr was? Ihr dürft entscheiden. Ich beende an der Stelle den ersten Part Coral Island mit Luca. Ich habe richtig Bock auf dieses Projekt. Wir werden das jetzt mal immer mal so ab und zu ein bisschen spielen, werden etwas längere Parts sein. Ich hoffe, ihr habt auch Bock drauf. Schreibt mir mal in die Kommentare, wenn ihr jetzt noch dran seid, welchen Stil ich nehmen soll. Also ich würd den ersten und zweiten rauslassen. Dritten finde ich cool. Vierten, okay, kann man nehmen. Passt aber vielleicht nicht so ins Gesamtbild. Oder das fünfte. Fünfte ist schon cool, ne? Mit der Palme und so. Aber das ist auch cool. Das passt halt irgendwie mehr hier rein. Schreibt es mal unten in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es gefällt euch. Wir sehen uns die Tage wieder bei einem neuen Video wieder. Haut rein. Ciao. Ich habe so Bock auf dieses Projekt.